Gewaltige Pyramiden, imposante Statuen, prächtige Tempel. Die Epoche der alten Ägypter zählt ohne jeden Zweifel zu den spannendsten Kapiteln der Menschheitsgeschichte. Angesichts der zahllosen berühmten Bauwerke und Artefakte, denen es gelang, dem nagenden Zahn der Zeit zu trotzen, könnte man meinen, dass wir uns heutzutage ein ziemlich genaues Bild über die Ära der alten Ägypter machen konnten. Doch dies stimmt nur zum Teil. Denn tatsächlich stoßen die Archäologen im Rahmen ihrer Arbeit immer wieder auf geheimnisvolle Grabstätten, die sich einfach nicht genau zuordnen lassen. Zu den größten Gräbermysterien der Ägypter zählt wohl jene altehrwürdige Ruhestätte, die den Namen KV-55 trägt. Was im ersten Augenblick lediglich wie eine nüchterne Bezeichnung der Wissenschaftler klingt, umfasst in Wahrheit eines der größten Streitthemen der Ägyptologen. Dabei ist es vor allem eine Frage, die immer wieder Anlass zu hitzigen Debatten liefert. Wer wurde wirklich im KV-55 zur letzten Ruhe gebettet? Was die Experten zu diesem spannenden Thema zu sagen haben und welche geheimnisvollen Gräber darüber hinaus in Ägypten aufgespürt wurden, zeigen wir euch jetzt. KV-55. Es ist der Beginn des Jahres 1907, als der britische Ägyptologe Edward Ayrton ein uraltes Grab im sagenumwobenen Tal der Könige aufspürt. Nachdem das Team seinen Auftraggeber, den Anwalt Theodore Davis, über den Sensationsfund informiert hatte, machte es sich sogleich an die Aufgabe, den Schutt, der den Weg ins Innere versperrte, zu beseitigen. Schon bald darauf wird klar, das Grab und die darin platzierten Gegenstände befinden sich in einem katastrophalen Zustand. Allem Anschein nach war bereits in der Antike Wasser in die Gruft eingedrungen, weshalb diese augenscheinlich nicht erweitert und lediglich für provisorische Bestattungen benutzt wurde. Anstatt die jahrtausendealten Artefakte gewissenhaft zu dokumentieren, ging das Grabungsteam alles andere als sorgfältig vor. So verzichteten die Männer darauf, Konservierungsmaßnahmen durchzuführen oder jedes einzigartige Fundstück abzufotografieren. Auch der im Nachhinein angefertigte Grabungsbericht erwies sich als überaus lückenhaft. Einige Entdeckungen wurden nicht richtig beschrieben oder in einen vollkommen falschen Kontext erwähnt. Zu den mit Abstand bedeutendsten Fundstücken zählte natürlich auch die Mumie. Die sterblichen Überreste befanden sich in einem vergoldeten Holzsarkophag. Darüber hinaus stießen die Forscher auf 4 sogenannte Kanopen. Solche Gefäße wurden im alten Ägypten genutzt, um die bei der Mumifizierung entnommenen Eingeweide getrennt vom Leichnam zu bestatten. Im Falle von KV-55 waren die Objekte allerdings leer. Auf den Kanopen waren jedoch die Namen von Echnaton und dessen Nebenfrau Kia verewigt worden. Der Holzschrein wiederum wurde von den Namen Echnaton, Thehe und Amenophis III. Geziert. Doch auch der Name der altägyptischen Prinzessin Sitamun ließ sich auf einigen Gefäßen finden. Die Tatsache, dass derart viele Objekte mit unterschiedlichen Personen in Verbindung standen, machte die Identifizierung des Bestatteten nicht gerade einfacher. Einigen Experten zufolge deutet das Vorhandensein derart vieler Gegenstände darauf hin, dass das Begräbnis in großer Eile vonstatten ging. Jedoch ist es auch denkbar, dass der Tote ursprünglich woanders bestattet und erst später nach KV-55 umgebettet wurde. Als die Forscher den Sarg öffneten, war die Mumie bereits stark beschädigt. Das wenige erhaltene Gewebe und die Leinbänder wurden bei der nachfolgenden Untersuchung vollständig zerstört. Heutzutage existieren von der Mumie also nur noch einige Knochenüberreste. Die zentrale Frage, die sich damals stellte, sorgt bis heute für hitzige Debatten. Wer ist der oder die Bestattete? Das Mumienrätsel. Davis vertrat zunächst die Annahme, dass dies die sterblichen Überreste der Königin Thehe seien. Andere Experten kamen jedoch später zu dem Schluss, dass es sich dabei um die Knochen eines Mannes handeln müsse, der mit rund 25 Jahren verstarb. Es sollte viele Jahrzehnte dauern, ehe der technische Fortschritt etwas mehr Licht in dieses historische Dunkel brachte. Eine im Jahr 2007 durchgeführte Computertomographie zeigte, dass es sich bei der Mumie wahrscheinlich um den berühmten Herrscher Echnaton handelt. Auch die wenige Jahre später vorgenommenen CT- und DNA-Untersuchungen unterstützten diese These. Demnach zeigen die Ergebnisse, dass der Bestattete ein Sohn von Amenophis III. Und der Vater von Tutanchamun war. Auch das vermutete Sterbealter stimmt mit der Echnaton-Theorie überein. Wer nun glaubt, dass die Kontroverse um die Identität der Mumie somit ein Ende fand, hat sich allerdings gewaltig getäuscht. So bemängeln einige Experten, dass sich das ermittelte Sterbealter nicht eindeutig beweisen ließe. Ein weiteres Streitthema ist die Tatsache, dass die Mumie von KV-55 nicht der Vater der Mumie KV-21a sein kann. Diese wird als mögliche Mutter der totgeborenen Kinder aus Tutanchamuns Grabstätte betrachtet. Eine DNA-Untersuchung ergab, dass es sich bei dem Toten aus KV-55 nicht um den Großvater der Föten handeln kann. Obwohl sich viele andere Forscher dahingehend einig sind, dass die Mumie tatsächlich Tutanchamuns Vater ist, bleibt die Zuordnung als Echnaton weiterhin heiß umstritten.
Manche Experten glauben sogar, dass wir es hier mit Semenchkare zu tun haben. Dieser wird gemeinhin als Echnatons Nachfolger betrachtet. Das Problem? Von keinem anderen Herrscher der 18. Dynastie ist so wenig bekannt wie von Semenchkare. Aufgrund der mangelnden Beweislage kann demnach nicht ausgeschlossen werden, dass es sich dabei um den Vater oder den Bruder Tutanchamuns handelte. KV-21a. Wie bereits kurz erwähnt, handelt es sich bei der Mumie KV-21a höchstwahrscheinlich um die Mutter der totgeborenen Kinder Tutanchamuns. Das größte Rätsel, das diese Erkenntnis begleitet, liegt wiederum in der Tatsache, dass eben jene Mumie nicht als Anchesenamun identifiziert werden konnte. Diese war die Schwester und die königliche Gemahlin von Tutanchamun. Im Grab des legendären Pharaos befanden sich einige Darstellungen, die darauf hinweisen, dass die Geschwisterehe einvernehmlich und liebevoll war. Ob es sich dabei jedoch wirklich um ein tatsächliches Abbild der Realität oder doch um eine idealisierte Variante handelt, ist ungewiss. Die beiden verstorbenen Föten, die ebenfalls in Tutanchamuns Grab beigesetzt wurden, verstarben im 5. bzw. 8. Schwangerschaftsmonat. Doch wer war die Mutter dieser Kinder, deren Mumie die wissenschaftliche Bezeichnung KV-21a trägt? Als die entsprechende Grabstätte im Jahr 1817 von Giovanni Belzoni im Tal der Könige entdeckt wurde, befanden sich darin zwei weibliche Leichname. Was KV-21a und B gemeinsam hatten, war die Tatsache, dass beide unter starken, angeborenen Missbildungen litten. Obwohl der Schädel als auch ein Unterschenkel von KV-21a fehlten, konnten die Forscher rekonstruieren, dass sie zu Lebzeiten etwa 1,62 Meter maß. Wer die Frau war und wo sich das Grab von Anchesenamun befindet, ist jedoch noch immer ein ungelüftetes Geheimnis. Schwarzer Riesensarkophag. 30 Tonnen schwer und 2,65 Meter lang. Als die Archäologen vor wenigen Jahren in Alexandria auf einen gigantischen Sarkophag stießen, staunten sie nicht schlecht. Aufgrund der beeindruckenden Ausmaße des Sarges wurde gemutmaßt, dass dieser womöglich die Überreste eines einflussreichen Herrschers beherbergen könnte, wie etwa von Alexander dem Großen. Nach der Öffnung des kolossalen schwarzen Sarkophages stand jedoch fest, darin waren gleich drei Menschen zur letzten Ruhe gebettet worden. Im Detail handelte es sich dabei um eine junge Frau und zwei Männer mittleren Alters. Dabei sollte einer der beiden Männer schnell das besondere Interesse der Forscher wecken. Sein Schädel wurde von einem auffallend großen Loch geziert. Was zunächst noch für die Verletzung eines Kriegers gehalten wurde, entpuppte sich nach einer genaueren Untersuchung als das Resultat eines operativen Eingriffs. Wieso die Ägypter diese sogenannten Trepanationen durchführten, ist schwierig zu beantworten. Möglicherweise wurden die Löcher in den Schädel gebohrt, um den Hirndruck nach einer schweren Kopfverletzung zu senken. Tierbestattungen. Wenn wir an altägyptische Bestattungsrituale denken, kommen uns zunächst Bilder von aufwendig präparierten Menschenmumien in den Sinn. Was wir jedoch manchmal vergessen, auch viele als heilig erachtete Tiere wurden von den Pharaonenreichbewohnern auf solche Weise zur letzten Ruhe gebettet. Dazu zählten unter anderem Krokodile, Stiere, Falken und Katzen. Starb ein altägyptischer Tierbesitzer, wurden seine Haustiere häufig ebenfalls getötet, mumifiziert und mit ins Grab gelegt. Auf diese Weise sollte die Freundschaft zwischen dem Mensch und dem Tier im Jenseits fortgeführt werden. Tatsächlich wurden an der Seite von Katzenmumien auch schon mumifizierte Mäuse gefunden. Einige Experten glauben, dass die kleinen Nagetiere den Stubentigern in der jenseitigen Welt als Nahrung dienen sollten. KV-62. Im ersten Moment mutet die einfache Bezeichnung KV-62 nicht gerade spektakulär an. Doch tatsächlich verbirgt sich hinter diesem Begriff das legendäre Grab von Tutanchamun und der Fluch, der angeblich auf ihm lastet. Aber der Reihe nach. Nachdem die letzte Ruhestätte des berühmten Herrschers im Jahr 1922 im Tal der Könige aufgespürt worden war, wähnte sich dessen Entdecker Howard Carter am Ziel seiner Träume angekommen. Angeblich sollen Carter und sein Team aber bei der Graböffnung auf eine unheilvolle Tontafel gestoßen sein, auf der geschrieben stand: „Der Tod wird auf schnellen Schwingen zu demjenigen kommen, der die Ruhe des Pharaos stört." Später soll die mystische Botschaft unwiederbringlich verloren gegangen sein. Die unerklärlichen Ereignisse, die nach der Öffnung des Grabes in Gang gesetzt wurden, befeuerten schließlich die Legende um den Fluch des Pharaos. Bereits am Tag der Graböffnung soll Katas Kanarienvogel von einer Kobra getötet worden sein. Dem altägyptischen Glauben zufolge galten diese Giftschlangen als die Beschützer der Pharaonen. Als der Finanzier der Ausgrabungen, Lord Carnarvon, kurz nach der Entdeckung verstarb, fiel in ganz Kairo der Strom aus. Zwei Wochen vor dem Ableben des Briten soll dieser von einer Okkultistin vor dem todbringenden Zorn des Pharaos gewarnt worden sein. Nachdem ein Freund Carnarvons das mystische Grab besucht hatte, starb er wenige Tage später an einer Lungenentzündung. Auch der Literaturwissenschaftler Gardien Lafleur war zwei Tage nach seiner Grabbesichtigung nicht mehr am Leben. Dessen beiden Begleiter begingen später Selbstmord.
In ihren Abschiedsbriefen gaben sie dafür den Fluch des Pharaos die Schuld. Tatsächlich sollten sich in den darauffolgenden Jahren noch viele weitere unerklärliche Todesfälle ereignen, welche den Mythos um den Pharao-Fluch bis zum heutigen Tage lebendig halten. Tja Leute, jetzt ist eure Meinung gefragt. Was denkt ihr über die altägyptischen Gräber und ihre spannenden Hintergrundgeschichten? Schreibt uns eure Gedanken, eure Anregungen und euer Feedback zum heutigen Video doch ganz einfach unten in die Kommentare. Gebt uns gerne einen Daumen nach oben und abonniert Topwelt, um von jetzt an immer auf dem neuesten Stand zu bleiben. Werft zum Abschluss gerne noch einen Blick auf die spannenden, interessanten Beiträge unseres Kanals, die wir hier im Abspann für euch verlinkt haben. Vielen Dank fürs Zuschauen, macht's gut und bis zum nächsten Mal.